Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde hier bei Star Trek Armada 3, Sins of the Solar Empire. Ja, vorneweg mal kurz, ich zoome mal gerade ein bisschen raus, ich hoffe, ich kann das hier im Pausemodus ein bisschen zeigen. Ich habe eine Strategie, ob man es glauben mag oder nicht, ich habe eine Strategie, wie ich hier weitermachen möchte. Und zwar, wir haben ja links unterhalb von uns unseren Klingonen und direkt darunter die Cardassianer und da die Borg. Mein Plan ist es, zusammen mit dem Klingonen hier eine Verteidigungslinie zu errichten, speziell in diesem Bereich hier von den Nebeln und bei diesem Asteroiden hier, also dass wir quasi am liebsten ja entweder hier so oder hier so eine Verteidigungslinie errichten bis zu dem Piratenhauptquartier hier, sodass die Cardassianer hier keinen Zugang zu unserem Gebiet haben. Besonders damit wir auch dieses Wurmloch hier eingenommen haben. Und diese Cardassianer, wir werden uns nur dagegen verteidigen. Wir brauchen sie nicht vernichten, weil sie sind der perfekte Puffer gegen die Borg, die hier unten sind. Ich vertraue jetzt mal darauf, dass der Romulaner und der zweite Föderationsspieler hier in der Lage sind, den Cardassianer hier unter Druck zu setzen, sodass unser Romulaner hier sich nicht mit zwei Cardassianern rumschlagen muss. Was ich dann auch gerne versuchen würde, ist, unserem zweiten Klingonen hier unten zu helfen. Weil der hat links neben sich die Borg. Das allein ist eigentlich schon Grund genug, ihm zu helfen. Aber er hat natürlich noch das Problem, dass rechts von ihm ein Cardassianer sitzt. Aber hauptsächlich braucht er Hilfe wegen dem Borg. Ja. Wie ich das genau mache, ich müsste mal austesten, wohin dieses Wurmloch führt. Wir haben 4 Stück. Ich vermute mal, das führt hierhin und das führt hierhin. Ich muss es austesten. Es hilft nichts, ich muss es austesten. Station complete. So, und ich glaube, ich weiß sogar, wie ich Sternbasen baue mittlerweile. Warte mal, wo haben wir denn? Ach, unser Transporter ist gerade auf dem Rückflug, oder? So, diesen Planet, den möchte ich als nächstes kolonisieren. Standing by. So. Understood. Ah, genau, dich habe ich gesucht. Ready for action. Ah, hier, Deploy Outpost. Ja, Kolonieschiffe können das. Bring us about. Kolonieschiffe können hier Sternbasen bauen. Das wusste ich bis vor kurzem auch noch nicht. So, was erforschen wir denn mal als nächstes? Ich schmeiß mal die Forschung zur Voyager-Klasse an. Das ist prinzipiell eine solide Forschung. So. Warp Speed. Wir haben echt ein bisschen wenig Knöpfe, ne? So. Wir bauen mal 2 Schiffe von der Centaur Class. 2 von der Miranda. 1 von der Saber und 2 von dieser Billo Klasse hier. Wir brauchen mehr Schiffe, definitiv. So. Acknowledge Starfleet. Understood. So, Captain Janeway. Jetzt kannst du mit dem Galaxy-Klasse-Schiff auch mal was Awaiting machen. Orders. Ach, guckt euch diese schöne Galaxy-Klasse an. Entering coordinates. Changing heading. So, dann wollen wir mal das gute Stück hier einnehmen. Alter Course. So. Changing Heading. Nein. Reroute Power to Weapons. Ja, los, Attacke. So, wie viele Schiffe gibt's hier? 3 Stück. Das ist machbar.
tell me where to go. Altering attack pattern. Das Acknowledge, Starfleet. So, genau, hier habe ich dich stehen. Hier sichert der Klingone ab. Dieser Nebel hier. Wie ich sehe, hat mein Föderationskollege auch die Worte. Awaiting orders. Bring up local star charts. Moment, was haben wir alle? Maya Type Ship, ja, das ist der ganz kleine. Halifax ist der mittelgroße. Nolan Avalon. Verdammt, ich habe hier noch zwei weitere. Ach, das ist das Repair-Ding. Genau, und Avalon ist das für die Titanenschiffe unter anderem. Quasi könnten wir eigentlich auch schon mal bauen. So, was ich aber auf jeden Fall machen würde, was haben wir hier noch? Das sind Schilde. Ich erforsche mal bessere Schildsysteme. Wir brauchen auf jeden Fall bessere Schilde. Begin a sensor scan. Target primary systems. Locked on target. Give the word. Change heading. So, your defeat has forced the Senate to question your ability. Geh mich auf die Eier, ey. Was wollt ihr von mir? Your defeat. Ich baue ein weiteres Kolonieschiff in der Hoffnung, ich kann daraus eine Station machen. Bring up local star charts. So, hier geht es in jede Richtung zu einem Nebel. Alter Course. Alter Course. So, alles klar. Ready for action. Bring us about. Na dann, Kolonieschiff. Bring mir einen Weiten. Prepare the colonists. Naja, ich prepare mich hier schon. Keine Sorge. Prep all systems. Increase power to engines. So, mal gucken, ob wir hier an unserem Hauptquartier ob wir da gleich eine Sternbasis hinbauen können. Prepare the colonists. So, mein Freund, kannst du das hier kolonisieren? Research complete. Okay, das ist fertig ausgebaut. Wir können auch unsere Hülle verbessern. The Senate commends you for your brilliant command. Wir erforschen bessere Hülle. Prep all systems. Bring us about. Kann ich nicht? Verdammt. Klasse H. Prep all systems. Helm, new heading. Okay. Der Planet ist zu mächtig, ich kann ihn noch nicht kolonisieren. Okay. Ready for action. So, 3000, meine Herren, das ist natürlich nicht gerade wenig. So. Not researched. Ach, leck mich doch am Arsch, ey.
Wie kann ich denn solche Envoys senden? Ach, geht mich auf die Eier, ganz ehrlich. Mhm. 148 Kopfgeld auf die. Mein klingonischer Freund da unten hat anscheinend echte Probleme. Wieso setzt keiner ein Kopfgeld auf die Borg aus? Kann mir das mal jemand verraten? Boah, ja, die Borg waren schon ziemlich mächtig, ey. Haben sich hier schon richtig hart ausgebreitet. So, Combat fertig. Research complete. So, du warst ein klasse H-Planet. So, wo war denn das mit Kolonisieren? Enemy vessels detected. Wo? Wo? Ich sehe keine. Ich sehe keine auf meinem Radar. Okay, ich brauche auf jeden Fall mehr Jupiter-Type-Stations. So, baut hier mal eine hin. Kann ich hier auch noch eine hinbauen? So, baut hier auch noch mal eine hin. Wir bauen mal zwei weitere Jupiter-Type-Stations. Dadurch kann ich viel mehr erforschen. Okay, könnte ich sogar jetzt schon... Ist hier Klasse H mit bei? Ja, hier ist sogar echt Klasse H mit bei. Okay, ich habe es angeklickt. Keine Ahnung, ob er sich das jetzt gemerkt hat. Wahrscheinlich müssen erst die Stationen fertig sein. Ah, er hatte schon mal einige Minen ausgelegt. So. Wir bauen mal ein Schiff der Voyager-Klasse. Hm. Ah, der sichert hier gut ab, der Kollege. Battle Stations! Station hier zwei complete. Weitere Phaser-Turrets hin. Ah, nun wird's erforscht. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und da kommt ein Schiff der Voyager-Klasse. Nice. Station complete. Hm. Gut. Nun brauche ich einen Freiwilligen. Ich brauche einen Freiwilligen. Ich nehme mal dich hier. Just tell me where to go. Mhm, ich kann dir genau sagen, wo du hingehst. Entering coordinates. Du wirst zu diesem Nebel springen. Ich werde jetzt nämlich mit diesem Schiff einfach mal durch das Wurmloch fliegen und gucken, wo ich rauskomme. Das halte ich für eine super Idee. So, was hat er hier gemacht? Hm? Station complete. Ach lol, der baut die Sachen ja schon ab. Nice, Klingone, nice. So, was macht unser romulanischer Verbündeter hier? Dem geht's nicht so wirklich gut. Er kann sich nicht wirklich ausbreiten. Hm. Research complete. Bring up local star charts. Alter course.
Alter, Station complete. Colonization was successful. Flieh, lauf. Ach cool, er hat das automatisch kolonisiert. Ready for action. Okay. Bring us about. So, was haben wir denn hier alles? Tritanium. Wir haben einmal Tritanium und zweimal Dilithium, wie ich sehe. Das sind doch nette Ressourcen. Komm, flieh aus dem System. Bring up local star charts. Irgendwas Böses ist hier auch. Alter course. Entering coordinates. Alter course. So, fliegen wir mal hier rüber. Okay. Entering coordinates. Station complete. Outpost construction. Das erforschen wir mal. Ich glaube, dann können wir Sternbasen bauen. Prepare the docking bays. Alter course. So, mein Freund. Bring up local star charts. Dann flieg mal da durch. Alter course. Mal gucken, wo du rauskommst. Man kann auch da durchfliegen, oder? Alter course. Station complete. Ja. Alter course. Entering coordinates. Komm nicht wirklich rein. Station complete. Verdammt. Wie kann ich da durchfliegen? Shit. Alter course. Gut, komm zurück. Das wird so nix. Komm zurück. So. Alter, was macht der Entering mal für coordinates. Alter, was für ein riesiges Gebiet der schon hat. Der hat sich hier schon richtige Schneise reingeschlagen und mein Klingon ist ja auch schon gut am Werk. Okay. Kann man mal machen. Ich werde mich erstmal mit drei Phaser-Turrets absichern. Fehlt es an Flottenkapazität. Ich kann nichts mehr bauen. Das ist natürlich sensationell. Alter, wie viele Minen hat er denn hier geplantet? Alter, wie viele Weltraumminen? Das ist auch eine gute Möglichkeit, um sich zuzubunkern. Hat er hier auch so... Alter. Alles voller Minen. Station complete. Die Borg expandieren aber auch ziemlich schnell. Ah, das freut mich, dass er hier expandiert ist. Station complete.
So, komm, forsch das zu Ende. Research complete. Sehr gut. So. Wir brauchen mehr Flottenkapazität. Next Supply 300, das hört sich gut an. Station complete. Wir brauchen mehr Flottensupply. So. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ready for action. Wir machen die Sternbasis mal hier. Increase power to engines. So, mein liebes Kolonieschiff. Bau mir eine Sternbasis. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was passiert. Nice. Das ist cool. Hülle 11.000, Schilde 11.000, Armor 4, Starbase 251, nice. Wer bist du? Standing by. Ach, du bist das Voyager-Schiff. Change heading. Okay, wir brauchen einen weiteren Transporter. Gut. Hier um mich herum sind prinzipiell nur Nebel. Prepare the colonists. Research complete. So. Prepare the colonists. Bring us about. So, mein liebes Kolonieschiff, dann machst du mal dasselbe und baust hier eine Sternbasis. Prep all systems. Und du? Bring us about. Wirst dich hier hinbegeben und dort auch eine Sternbasis bauen. Wunderschön. So, ich hätte aber noch gerne zur zusätzlichen Verteidigung diese Shuttle-Stationen. Die baue ich auf jeden Fall im Schutz der Sternbasis. So viel steht fest. Ich baue mal hier eine hin. So. Wir sollten, glaube ich, auch mal ein bisschen an unserer Capital Ships Kapazität arbeiten. Das erforsche ich mal gerade. Sehr gut. Alter, unser Klingone hat das hier eingenommen. Holy shit. Ah, das ist ja direkt vor der Tür des Cardassianers. Alter, will er das jetzt hier auch noch einnehmen? Dem Cardassianer geht's aber nicht so gut, der hat nur zwei Planeten. Ach du Scheiße, und der Borg kommt immer näher. Station complete. Enemy vessels detected. Oh. Warte, was hat er hier denn gemacht? Alles voller Minen. Er ist doch verrückt, der Typ. So. Prep all systems.
Wo wollen wir hier denn mal am besten eine Sternenbasis hin? Am besten irgendwo hier so. Increase power to engines. Bauen wir mal hier so eine hin. So. Na du? Research complete. Station complete. Station complete. Sehr gut. Ne, du nicht. Na, hier können wir die schon mal ein bisschen aufpimpen. Wie kann man dieses Ding prepare the colonists. Lol. Unser Klingon hat das echt hier eingenommen. Was ein mieser Motherfucker. Okay, ich muss ihm helfen. Ich muss ihm definitiv helfen. Standing by. Kann er doch niemals alleine halten hier. Okay. Changing heading. Flotte Gas. Ich schicke. Moment. Station complete. Altering course. Wieso hatte ich hier gerade die Ansicht an? Adjusting coordinates. Alter. Der greift die an. Ich helfe. Ich flieg hin und helfe. Verbündeter, ich komme. Meine Flotte ist unterwegs. Jedenfalls ein Teil meiner Flotte. So. Give the word. Ja. Steady as she goes. Adjusting coordinates. Alter course. Prepare the docking bays. Was können wir hier mit einem Shuttle bauen? Okay. Ich baue mal einen kleinen Shuttle-Trupp und einen großen. Die anderen beiden kann ich noch nicht bauen. Adjusting coordinates. Mal gucken, wie viele da reinpassen. Hier kann man auch welche reintun. Okay. Nee, doch nicht. Ach du Scheiße, der Bock kommt immer näher. Wo ist meine Truppe schon? Station complete.
Okay. Ich weiß nicht genau, wie meine Schiffe fliegen, aber sie fliegen anscheinend irgendwie ein bisschen merkwürdig. Adjusting coordinates. Hey, was macht er denn hier? Er fliegt ein bisschen merkwürdig. Okay, kann man mal machen. So. Könnt ihr kontrollieren? Moving to intercept. Ding. Ich gönne mir mal ein weiteres Galaxy-Class-Schiff. Warum auch nicht? Dazu mal noch Adjusting Coordinates. Voyager-Class-Schiffe und ich glaube, eins davon geht auch noch. So. Wo bleibt meine Truppe? Okay, das eine Schiff ist hier, die anderen sind... Acknowledge, Starfleet. ...sind hier oben. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen, bis die da sind. Historical Adjusting Coordinates. Ich würde gerne mal Cisco holen. Ares Type Stations. Ich brauche mehr Ares. Acknowledge Starfleet. Battle Stations. Ich erforsche mal die Phoenix Class. Type Stations. Kein Problem. Bauen wir nochmal zwei weitere. Adjusting Coordinates. Das erste Schiff ist schon fast da. All crew stand ready. Die anderen brauchen noch ein bisschen, wie ich sehe. Der kann das hier aber ganz gut alleine halten. Oh fuck, die Borg kommen immer näher. Er hat Probleme. Enemy engage. Gut, er hat dieses System hier verloren an Piraten. Das ist natürlich megamäßig behindert. Ja, dann müssen die beiden irgendwie mal so ein bisschen helfen. Ich meine, ich kann nicht alles machen. Alter, der Föderationsspieler, wie krass expandiert der bitte. Na, er hat ihn wieder zurückerobert. Ich werde dir zu Hilfe eilen, mein Station Freund. Complete. Station complete. So, er ist hier und wartet. Die anderen brauchen noch ein bisschen. Okay.
So, Moment. Die eine Flotte mit Janeway habe ich hier. Hier habe ich noch einen kleinen Druck. Hm. Komm du mal her, du kleiner Kardassian. Da flieg du mal in meine Sternbasis rein. Hier habe ich einen Trupp und der dritte ist hier. Research complete. Okay, hier krieg ich Damage, weil hier durch den Nebel flattert. Hm. Also ich werde hier auf jeden Fall den Teil meiner Flotte stationieren, um diesen Planeten auf jeden Fall zu halten. Vielleicht wäre es unter diesen Umständen vielleicht doch sogar besser, den Cardassianer aus dem Spiel zu nehmen. Ich würde mal sagen, wir erforschen erstmal Commander Sisko oder Captain Sisko, was er jetzt auch immer genau ist. Dann haben wir unseren zweiten Helden im Spiel. Da fehlt nur noch Captain Jean-Luc Picard. So, da müssen eigentlich auch alle Schiffe da sein. Bring up local star charts. Ach du Scheiße, die Borg. Wir sind schon hier so weit in der Mitte. Der Borg hält 7 auf 9, natürlich. Fuck you, 7 auf 9, fuck you. Ich glaube, es wird hier schon bald zu einem Aufeinandertreffen kommen zwischen dem Borg und meinem Föderationskollegen. Just tell me where to go. Okay, Leute. Let's go. Rüber. Ich denke, dann werde ich auch mal diese Aufnahme ist ja schon bald beenden. Wer ist denn hier so? Adjusting coordinates. Das aktuell höchste Kopfgeld ist auf meinem Föderationsverbündeten. Enemy vessels detected. Your defeat has forced the Senate to question your ability. Lol, wieso ist das jetzt wieder bei 0? Ich versuche mal die Piraten dazu zu überreden, die Borg anzugreifen, indem ich auf die Borg ein volles Kopfgeld aussetze. Weil ich meine, man hat ja gesehen, was das hier bringt. Mein Verbündeter hat hier echt stark zu kämpfen. Lol.
Planeten verloren. Mein romulanischer Verbündeter hat nur noch diesen einen Planeten hier. Solche Wichser, die haben die Piraten auf ihn geschickt und dann noch selbst angegriffen. Just tell me where to go. Gut. Entering coordinates. Wir positionieren uns mal hier. Wie geht's meinem Klingonenverbündeten? Dem geht's relativ gut. Jetzt haben diese Wichser. Jetzt haben diese Wichser seinen Hauptplaneten kolonisiert. Okay, ich glaube, ich muss mir was überlegen, um meinem romulanischen Verbündeten zu helfen. Er hat seinen Hauptplaneten verloren an die Cardassianer und das hier hat er an die Piraten verloren. Und irgendwer scheint mich hier immer wieder davon abzuhalten, auf die Bock ein Kopfgeld zu setzen. Der nächste Angriff wird auf die Borg gehen. Auf jeden Fall. Gut. Aber ich würde mal sagen, ich werde diese Session an dieser Stelle beenden. Mal gucken, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Wir sind auf jeden Fall sehr, sehr gut dabei, einen Cardassianer aus dem Spiel zu nehmen, auch wenn ich das eigentlich ursprünglich gar nicht vorhatte. Allerdings sind die Cardassianer auch sehr gut dabei, einen der beiden Romulaner von unserem Team aus dem Spiel zu nehmen. Der hat nämlich nur noch einen Planeten. Das Blöde ist, der ist von mir aus gesehen am weitesten weg. Ich werde ihm nicht helfen können. Muss ich mir mal was überlegen. Und ja, die Borg kommen immer näher. Man sieht hier schon. Ist hier schon ein Borgschiff mit drin? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ist Seven of Nine gerade zu uns auf dem Weg. Ach ja, Moment. Ich habe ja Sisko erforscht. Ist Sisko jetzt eigentlich da? Sisko? Mr. Sisko? Sind sie denn schon da? Das ist eine sehr gute Frage. Sisko ist erforscht, aber wo ist er? Also Janeway ist ja hier. Aber wo ist Sisko? Ihr müsst ja eigentlich irgendwo hier sein. Na gut, ich denke mal, den guten Sisko, den hole ich mir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, bis dann. Ciao.